Der Gabalier rennt immer noch. Ich glaube, ich mache noch ein paar andere Beispiele. Und ich hoffe, ihr habt Lust dazu zu schauen. Wie wäre es denn zum Beispiel damit? Jetzt hätten wir noch was Lustiges. 159. Das ist eine Zahl aus dem Dezimalsystem. Und das soll ich jetzt im Fünfersystem anschreiben. Eigentlich geht das ganz leicht. 159 dividiert durch 5. Das geht also 3 mal 5 ist 15 und 0 ist 15. 9 einmal 4 ist. Also notiere ich mir da mal den Vierer. Die 31 dividiert wieder durch 5. 6 mal 1 Rest, das war's. Dann notieren wir da den 1er und den 6er, dividieren wir nochmal durch 5. Einmal 1 Rest, notieren wir den Rest und zum Schluss habe ich noch das da. 1 dividiert durch 5 ist 0, 1 Rest, notieren wir den 1er. Und damit wird diese Zahl. Das schreibe ich jetzt nämlich, also das ist die eine Stelle sozusagen von unten nach oben. So an. Das war's. Wenn ich 159 im 12er-System anschreiben will, dann läuft es genau gleich. Ich sage 159 dividiert durch 12, das geht. Einmal 3 Rest 9. 3 mal 3 Rest, notieren wir den Dreier. 13 dividiert durch 12, einmal 1 Rest, notieren wir den Einser. Und 1 dividiert durch 12, 0, 1 Rest, Einser. Und wieder von unten nach oben angeschrieben, 1, 1, 3, ist also 159 im 12er System. Gar nicht so schwer, gell? Kriege ich das da unten noch hin, wenn ich das in die andere Richtung mache? Sollte schon gehen. Ich habe 3, 2, 0, 1 im Vierersystem. Und das soll ich rückumwandeln in unser Dezimalsystem. Naja, man hat es schon gesehen, gell? Also das, was da immer die hinterste Stelle ist, ist da oben das erste, dann mache ich das da auch so. Ein Einser, eins. 0 Vierer, 0. Und das nächste ist halt 4 mal 4 ist 16, 2 16er, 32. Und 4 mal 16 ist dann 64. 3 mal 64 ist 192. 5. Zack. Das ist also 225 im Dezimalsystem. Das war's.